willkommen zum nächsten Video. Ja, das andere ist heute um 12 Uhr rausgekommen, am Samstag. Und jetzt fangen wir mit dem nächsten schon wieder an, mit 208 mittlerweile. Ja, ihr hört im Hintergrund MWM KD 211Z. K15 steht da. Und ja, ich bin bereit zum Miststreuen. Das war ein schönes Gespann. Aber na, Streuer durch damit nicht. Das ist zu riskant. Ich habe da jetzt bloß darauf gefahren zum Ausmisten gehen. Ich habe es ja im letzten Video gesagt, die Stelle sollten alle sauber gemacht werden, dass das mit wegkommt. Ja, das ist die ganze Ladung. Das ist einmal Schweine, einmal Hühner und einmal Eselstall. Hat sich gelohnt. Ja. Hat sich auf alle Fälle sehen lassen. Da ist wieder sauber. Die Adele mampft. Da alles geputzt. Ja, Streuer ist beladen. Ja, ich würde es wie gesagt gerne mal probieren, aber mir ist das Risiko zu groß, dass man was kaputt macht. Der Hänger hat unheimlich Gewicht, das sieht man an den Hinterreifen vom Kram. Die ja, sind schon ganz schön eingedutscht. Also da ist jetzt ordentlich Last drauf, so ist es nicht. Der steht jetzt mit der angezogenen Hängerbremse und der angezogenen Schlepperbremse. Die Hängerbremse allein hält aber das ganze Gespann auf. Also die funktioniert. Aber ja, wie gesagt, mit dem machen wir das nicht. Das ist zwar Umsteckbremse, die kann ich von drauf machen. Aber beim KL300 wird es eine Kurbel wenig kosten. Da habe ich nicht einmal eine Doppelkupplung drin. So ein Risiko gehen wir nicht ein. Aber wenn das natürlich schon ein richtig schönes Gespann wäre. Farb in Farb, Ton in Ton. Ist halt so. Gut, der IAC ist im Aggen unterwegs draußen. Ja, und wenn der dann wieder kommt, dann muss man den restlichen Mistkorn ausfahren. Ich meine, ich könnte jetzt den Hängen ausfahren, aber draußen Umhänger ist auch scheiße, kostet dann nicht auf den Stroh zum Abhänger. Ist ein wenig blöd, also warte ich einfach, bis er kommt. Und dann muss das Hänger da raus und dann ist gut. Ja, so habt ihr das Gespann auch mal gesehen. Wollte ich euch nicht vorenthalten, also ein Grame vor dem Krügelmiststreuer schaut schon richtig schön aus. Das ist ein schönes Gespann. Aber ihr alle kennt es ja, der KL300 hat den Mischstreuer nicht gemacht. Zwar haben sie die Kurbelwellen abgebrochen, beim ersten Mal haben sie es auf einen Gussfehler zurückgeführt und beim zweiten Mal, naja, da haben sie dann gesagt, nee, Streuer ist zu stark. Ist halt so. Deswegen gehen wir das Risiko nicht ein. Aber zum so rumfahren, verlangt das Gewicht in den Rohr. Gut, den fahren wir jetzt um.
So, die Streue ist umgeparkt. Den werde ich dann noch mit dem Aufhänger, dass der IHC direkt noch kann. Ich werde aber dann erst einmal früh hingehen. Das andere an der Zeit. Ja, da steht er. Also Gewicht hat er ordentlich. Du merkst, wie die Reifen vom Bulldog weichen. Da ist ein Haufen Schutzlast drauf. Man sieht es da vielleicht auch ein bisschen, wie sie seitlich ausdrücken. Ja, ich weiß, da geht noch mehr. Ist ja eigentlich noch eine kleine Streue, aber für den Bulldog ist es natürlich schon eine große Streue. Darf man nicht vergessen. Aber das Gespann schaut schon cool aus. Also mir gefällt das. Das hätte schon was. So zu erben, das wäre schon was Feins. Naja, aber was nicht ist, ist nicht. Wie gesagt, ohne eine Doppelkupplung fange ich das gar nicht erst an. Und das Risiko ist es nicht wert, dass die Kurbelwellen abreißt. Zweimal, wie gesagt, haben wir es beim KL300 gehabt und das ist ein kleinerer Bulldog. Gut, die Kurbelwellen ist massiver, aber. Wir haben den IHC, sollst du eh machen. Na gut, ich werde es dann nochmal vorholen und dann schauen wir mal. So, jetzt bin ich mit dem IHC noch ein letztes Mal hausen. Der Vater hat fertig geärgert, der hat aber gemeint, ich soll den letzten Rest gut draufspratzeln. Ja, war so OKF. Da seht ihr jetzt einmal die Feldflächen. Sieht man schön, wo es geärgert ist. Ja, schon ein schönes Stück. Ich sag 1,1 Hektar oder so gesehen der Dreh. Und nun ist jetzt 2 Meter länger geworden. Da war lauter Gestrüpp gestanden, aber eigentlich so stazelles Zeug. Und ja, das wurde gleich mit reingemulcht. Und die Hecken so weit rausgewachsen wurden, dass es mit weggekommen ist. Das sind 2 Meter mehr jetzt quasi. Wirre. War ja früher schon mal so viel. Aber durch das, dass es stillgelegt wurde, so viel reingewachsen, so viel Müll. Aber jetzt passt es wieder. Also jetzt ist eine schöne Fläche da draußen. Die Streuer ist noch einmal voll. Ich habe mir ja vorhin einmal gefilmt mit dem KA15. Ja, wie gesagt, das wäre ein Traum mit dem Zerstreuer oder auch mit dem KL300. Aber ich sag, beim KL300, das funktioniert nicht. Und bei dem Bulldog, da weiß ich habe die Leistung, das funktioniert. Ich habe die Zapfwellen quasi schon eingeschaltet. Ich muss nur die Zapfwellenkupplung dann rauslassen. Haben wir da schon gemacht. Und ich nehme jetzt wieder den dritten Gang langsam, aber ohne Untersetzung. Und ja, dann spratzeln wir mal den Mistkorb raus, dass das Korb weg ist, mal den Streuer ein wenig sauber und dann soll ich gleich noch tanken fahren. Und dann ist Feierabend. Streuer mache ich dann wahrscheinlich am Montag sauber. Und ja, dann schauen wir mal. Allrad habe ich rein. Seht ihr da schon? Da, ne? Weil auf dem Boden war das jetzt gleich ein wenig hart da, schätze ich. Durch das, dass es jetzt aufgelockert ist, da drüber. Aber was muss, das muss.
Reihe und gleich sauber gemacht. Das geht am schönsten auf dem Feld, also unten die Wellen, die ist verkleidet, bin auch nicht durchrennen. Ja, 64 ist doch noch nicht darauf geachtet worden, dass so offener Wind oder eventuell einen Unfallschutz hat. Ja, und da haben sie auch damals dann einen Durchrenner unten drauf geschraubt, wie das gefordert worden ist. Oder vielleicht war noch sogar mal Schutz, keine Ahnung. Es war jedenfalls ein Durchrenner, dass du direkt in die Wellen langen kannst. Nachteil an dem ganzen System. Ja, du kannst zwar nicht in die Wellen einlangen, dafür sammelt sich in der Durchrenner immer der Dreck. Und den machst du am besten raus, wenn das Ding noch trocken ist, weil beim Waschen ist das eine scheiß Arbeit. Ich habe jetzt soweit abgekratzt, alles soweit angewischt, dass nichts mehr verloren gehen kann. Ich lasse jetzt noch einmal laufen, beim aus dem Feld rausfahren. Und dann fahren wir noch tanken. Und dann sollte eigentlich, ja, denke ich, soweit fertig sein, dass ich noch mal noch dann waschen kann. Ja, gucken wir mal. Fahren wir mal. Mit dem Lauerschütz. Alle.
meine Bremsen. Das, was hinten immer so scheppert und so rumpelt, das sind die Ketten unten her, die Kraftbuden leisten. Die laufen ja unten her auf zwei Schienen vor. Und die Ketten, die dürfen ja nicht zu arg gespannt werden, weil es ja auch, wenn du da Spanner tust, dann zerreißen sie auch unter Umständen bei zu viel Last. Weil es kann doch immer sein, als wir geben sie einen Stau oder was drin und dann sprengst du deine Ketten dann auch nicht. Deswegen auch ein bisschen an Luft müssen sie haben, das hat mir der Vater gezeigt. Es ist wirklich so ein Mühl, was dazwischen sein muss, dass die Ketten unten gerade so über die Leisten hinweg schweben. Aber die dürfen auch nicht zu arg. Das ist zu arg gespannt. Und durch das, dass die bloß so lose drüber hängen, fährst du über einen Buckel drüber und dann schäbe die Ketten da drüben. Auf und ab. Und dann klappert es. Das lauter Klappern, das wollen die Stützrädler. Weil die Stützrädler das. Ich lege sicher mehr für die HC oben auf beim Kramen, wenn ihr es wascht, da kannst du es runterhängen lassen. Ich lege es immer oben auf den Pickup-Deckel drauf. Aber passt schon. Oh ja, sauber, ein Radfahrer und alles. Mein Gott, ich bin mit ihr leben. Schalt, Ambala. Oh, freie Tankstelle. 1-3.
voll lecker. Bulldog getankt, 96,34 Liter. Also mit Kanister und vorne war ein Kanister Leitschiff. Also sind jetzt quasi in der Bulldog, obwohl der Tank fast leer war, 96 Liter reingegangen. Warte, der rechte. Ich denk doch. Ja, so sah das in einer Kabel ab ist. Ich will die Haum da nochmal aufmachen. Weil der hat gestern schon immer mal geflackert, war dann aus und scheinbar geht das dann nicht gar nicht mehr. Oh, das kann Licht geben. Ja, dann würde ich tippen, wahrscheinlich die Bahn in der Abrednach haben. Ja, aufmachen, tauschen. Ist halt so. Das muss, das muss. Aber ist ja kein Drama. Gut, tut doch dann aus. Scheiben zu. Feierabend.
Bloody. Moin. Hallo. Na? Feige? No, no, no. Ja, schloss mir die Oma wieder hinaus, dann darfst du auch. Oma? Das ist nicht euer. Bist denn du wahnsinnig? Du verfressener Sack. Oh Mann, und da sagt einer, ich soll den Arbeitsalltag zeigen. Ja, alles klar. Und wie das funktioniert, ne? Der alte Sack ist wieder da hinten. Die Oma ist da. Die Feigerlasse sind da. Ich weiß nicht, wie er darauf reagiert, wenn er mit die Feigel zusammenkommt. Im Moment hat er ja bloß ans Fressen gedacht. Die Frage ist, ob er das beibehalten. Wer weiß. Jetzt ist er hin. Ja, Arbeitsalltag. Normalerweise steht jetzt auf geht's zum Frühstück und dann auf der Arbeit, aber ja, wir haben jetzt gerade Kurzarbeit, deswegen Arbeitsalltag ist eigentlich nicht. Aber so schaut's früh aus. Aufstehen, Ortsing, Katzenklo,
Viechern aus und dann frühstücken. Und frühstücken nur hier jetzt auch, das fühle ich aber nicht, weil da gehe ich auf zu meiner Mutter. Da haben wir Rosinabrot gebacken und da gibt es noch Labla und Zeug. So, jetzt kann ich euch mal zeigen, wie der Haus in der Buden ausschaut, nach der Kreislegen. Also, das ist ein Saatbeet. Oder Saatbett. Schön. Richtig klar gekrümelt. Ein Vorteil hat er schon gesagt, bei Druck nach Buden, da funktionieren die Spurreise von der Sämaschine nicht so gut. Da ist richtig klasse, dass die Kreiselarten das komische Muster dahinter lässt, weil du siehst genau, wo du dann schon unterwegs warst. Ist nicht schlecht, Mahnde. Der IHC mit der Noted. Ja, und jetzt kann ich euch mal noch zeigen, die Größe von dem Felderhausen. Sieht man noch einmal schön. Ja, da ist der Mist unten drauf. Das ist nicht schlimm, das ist bloß ein wenig Strom, was nicht reingekreiselt ist. Ja, schon schön auf Fläche. Da ist ein wenig blöde Zipfel drin, aber mein Gott, mit dem kommt man angelaufen. Das ist jetzt bloß am Anfang einmal. Laufen wir ein bisschen in den Wald. Das Auto lassen wir einfach da drum stehen, da passiert nichts. Schauer. Der Bulldog. Da hausen gibt es eigentlich wieder mit Spurreise. Sieht man schon, der Arbeit eigentlich relativ sauber. Da ist der Boden noch ein wenig feucht. Ja, und wer jetzt fragt, warum er da unten so anfängt und nicht anders, keine Ahnung. Ich denke mal, das ist einfach, weil es aufwärts dann schon ist zu fahren. Und aufwärts, wenn es zäh ist, ist auch blöd. Das ist halt der blöde Zipfel, weil der so ein Dreiecker da runter zuläuft. Da muss man erst einmal wieder schauen, wie man am besten sieht. Ob man quer immer rüber und über. Das ist halt dann nur ein kleines Speed. Oder ob man auf und runter. Das ist probieren. Das ist ja schon.
Ja, aber vorne ist doch die Seemaschine, da doch nichts. Also beschweren kann ich mich nicht. Die tut schon ihren Zweck. Also da haben wir bislang keine Probleme gehabt. Gut, dann fahren wir wieder heim. Ich muss für mich streichen jetzt dann noch einölen und dann sehen wir schon weiter. So, mal schauen, wie weit wir die Sekunde. Da müssten 8 oder 9 Stück jetzt, glaube ich, insgesamt gewesen sein. Und dann haben wir das Big Bag daheim. Ja, mal gucken. Jetzt im See wird es dicke langer, weil so groß ist das Feld ja nicht. Das ist ja bloß ein Drittel von dem, was wir daheim haben. Und daheim auf die Grußablegen haben wir bei der Gaschen jetzt. Ja, was drunter? Knapp 11 Zentner. Ja, knapp 11 Zentner haben wir gebraucht. Also, wie gesagt, das ist.
vorne der Hahn. Ich streue Eiöl. So Leute, Miststreuer ist komplett sauber, ist wieder frisch eingeölt. Die Ketten sind hochgefett, aller Schmiernippel kontrolliert, aller Schmiernippel aufgefett, Anhobe ergänzt, weil er weggebrochen war. Ja, er läuft jetzt gerade noch ein wenig leer durch. Das war vorhin gewaschen, war den Radlader. Er läuft am KA15. Und der Streuer, der ist am Allgäuer A111 früher gegangen und ist dort mit angestreut worden. Nur der KL300 braucht man nicht. Ich gehe einfach aus wegen die Schwingungen. Also jetzt da noch so wackelt, das liegt daran, weil da noch ein Schrauben fällt. Aber da muss er dann die Karossen noch drauf. Ja, soweit ist er wieder zusammen und funktioniert. Ja, ab nächstes Jahr muss ich es noch einmal mit dem Konto probieren, vielleicht geht es ja doch. Warum der KL 300 in ein Hochschlepper-Mysterium ist ein Mysterium, wenn selbst so eine 11 PS, 12 PS Schlepper das gekönnt hat, 12 PS, was der Teufel. Vielleicht verdreht er wirklich die schlägt nicht, vielleicht was wirklich ein kaputter Ölpumpen, weil die ist getauscht worden. Aber ein Lochenschaden hat es nicht gegeben. Wer weiß. Das war auf alle Fälle alles dann noch verladen. Und dann war er aufgerammt. Und das ganze Material dazu aufgerammt. Und dann ist Feierabend. Dann ist das Mischstreuer fertig gesehen. Das auch. Hat er jetzt auch gemacht. Da liegt das Getreide dazu. Der Rest. Ja, bleibt sogar auf übrig. Das ganze Big Bag ist noch voll mit Haben. Wollen nur an die Schweine mit verfüttern. Ja, das war's auf alle Fälle. Dann sind wir da soweit durch. Wie es gestreut ist, geackert ist, gekreiselt, zäht, walzen muss er noch. Ich ramme halt das Ding da noch rein mit der Karossen. Den Ladewagen wieder rein, dass das einmal weg ist. Dass wir der Platz ist da außen. Und dann passt es. Und morgen, da müssen wir mal schauen, dass wir noch Holz rausholen. Weil der Bauer da draußen, der da mittlerweile ist bewirtschaftet, angefangen. Aber das sieht man. An der Stelle so jetzt danke fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Video ist mit Sicherheit jetzt lang genug. Ja, Arbeitsalltag zeigen. Ich muss auch mal bei Gelegenheit, wenn wir da haben, gehen, dann machen wir es auch mal. Weil das Einzige, was heute noch passiert, ich gehe noch rein, die Stelle für heute Bücher noch Feierabend, das war's, mehr ist es nicht. Gut, ich wünsche euch was, schöne Wochen, wir hören uns wieder. Servus!